Estland im Baltikum, die Heimat von Sten Pentus. Nicht irgendein Este, nein, er ist ein ganz außergewöhnlicher. In der Abgeschiedenheit Estlands trainiert er so oft es geht mit seinem Kumpel Peter, arbeitet hart für seine Karriere. Eine laute Karriere, die mit der Stille der estnischen Natur wenig gemeinsam hat. Sten Pentus ist Rennfahrer der Formel Renault, der Mann, der aus dem kühlen Norden kommt und in der Hitze Spaniens die Konkurrenz dominiert. Ein echtes Naturtalent. Mit 14 fährt er das erste Mal Go-Kart und schlägt auf Anhieb Estlands Motorsportgrößen. Es waren ein paar sehr bekannte estnische Go-Kart- und Rennfahrer da und die kannten die Rundenzeiten. Ich habe mit der ersten Runde die Bestzeit geschlagen. Also haben sie mich gefragt, fährst du Rennen? Und ich habe gesagt, nein, doch sie meinten, ich sollte aber. Ich bin direkt danach zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, ich brauche einen Go-Kart, ich will Rennen fahren. Zum Erfolg gehört neben Talent auch harte Arbeit und ein kritischer Blick wie der seines Renncoaches Laurent, einem ehemaligen Formel-3-Piloten. Der lässt ihn nie aus den Augen. Er ist gerade mal in seiner zweiten kompletten Motorsportsaison. Sobald ein Rennen vorbei ist, versuche ich ihm sofort Tipps zu geben. Für Kurve 1 oder 2 oder was auch immer. Auch wo er später bremsen oder früher einlenken sollte. Es ist noch ein bisschen früh zu sagen, wir seien Favoriten auf die Meisterschaft. Aber ich denke, wir könnten mit einem Top-3-Finish rechnen. Ein Sunnyboy, der das Leben leicht, aber seinen Job ernst nimmt. Models, Mode und Moneten sind überhaupt nicht sein Ding. Notgedrungen lässt er zwischen zwei Testläufen auf die Schnelle das Fotoshooting in Aragon über sich ergehen. Der Junge will einfach nur schnell Auto fahren. Da bleibt wenig Zeit für anderes. Was ich zu sehen bekomme, sind Rennstrecke und Flughafen. Ich fliege zum Beispiel nach Barcelona, lande, fahre mit dem Mietwagen zur Strecke und dann zum Hotel. Sobald das Wochenende vorbei ist, fahre ich zum Flughafen und verlasse das Land. Unglücklicherweise habe ich nicht genug Zeit, mir die Stadt anzuschauen. Ich glaube, ich war schon an die 5 Mal an der Rennstrecke von Barcelona, aber noch nie in der Stadt. Einen Ausgleich zum Motorsport hat Sten in der Musik gefunden. Neben der Rennfahrerkarriere nimmt er sich Zeit, selbst Musik zu produzieren. Immer am Puls der Zeit, dieser Sten. Einer, der das Leben liebt und aus vollen Zügen zu genießen weiß. Und das jeden Tag. Ich möchte alles tun. Ich möchte die Dinge so bald wie möglich tun. Nicht warten, bis man 60 ist und dann damit loslegen. Es ist besser, es gleich zu tun. Man weiß ja nie, wie viel Zeit einem noch bleibt. Ich versuche, jeden Tag zu leben, als wenn es mein letzter wäre. Estlands schnellster Sohn und die größte Motorsporthoffnung der Baltischen Republik. Einer, der für den Erfolg lebt, ohne verbissen zu sein. Sten Pentus aus Tallinn. Ein sympathischer Typ, der seinen Weg unbeirrt weitergehen wird. Thank you. That's it for now. See you at the racetrack.